Ich grüße euch, Freunde des Antidotes, und willkommen zum Random Freitag. Es kann sein, dass es vielleicht sogar ein Random Samstag ist, weil ich das hier sehr spät aufnehme und ich nicht genau weiß, ob es noch direkt am Freitagabend etwas später kommt oder ob ich es erst am Samstag online kriege. Deswegen entweder Random Freitag oder Random Samstag. Natürlich Survivor Edition, weil wir gerade in der Ranked Up Challenge mit Zenobit sind. Deswegen Random Freitag mit den Survivors. Und ja, ich drehe mal am Perkrad und let's go. Und was bekommen wir hier? Wir bekommen Anführer, beweise dich, Adrenalin und das geschieht nicht. Ein interessanter Perk. Ich baue den zusammen und dann sehen wir uns gleich in der Runde. Und da sind wir auch schon in der Random Freitag bzw. Random Samstag Runde. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es genau kommt. Und da wir schon zwei Drittel vom Dwight Perk dabei haben, dachte ich mir, es ist eine gute Idee, Claudette zu wählen. Wir spielen gegen ein Freddy. Lange habe ich nicht mehr gegen Freddy gespielt, der ist schon fast ein Relikt in der DBD-Welt. Aber er kommt straight zu uns, aber hier Schweinebaum-Action. Oh, er will uns. Oh, da war so eine scheiß Kommode von Freddy im Weg. Und zack, Palette an den Kopf. Mal gucken. Nee, schade. Und Gott, Palette an den Kopf. Und weiter geht's. Vault Action. Spin, Big Spins. Okay, keine Big Spins. Scheiße. Schade, ich habe eine gute Palette verschwendet. Ich hätte vor dem Fenster wollte nach hinten schauen müssen, da hätte ich gewusst, von welcher Seite er kommt. Aber ich denke, gleich werden ein paar Generatoren hochgehen, denke ich, und dann habe ich meine Aufgabe erfüllt, auf jeden Fall. Und meine Nase juckt schon wieder so krass. Ich glaube, gleich muss ich wieder niesen. Und das hasse ich in meinen Aufnahmen, Leute, wenn ich niesen muss. Ein Gen auf jeden Fall schon dann. Die Katie ist in der Jagd. Leute, jetzt muss mich einer retten kommen, please. Perfekt. Und jetzt kommt mich retten. Guck mal, ich habe zwei Gens rausgeholt, Leute. Zwei Gens. Und jetzt kommt mich bitte einer retten. Ah, perfekt. Und heim mich auch, dann mache ich dich auch wach. Alindra könnte auch so ein Name aus einem MMORPG sein. Alindra klingt cool auf jeden Fall. Oh, zack, zack, wach mal auf hier. Klatsch, klatsch. Nice. Ein Ding mache ich doch gerne. Ich denke, Alindra geht weiter retten. Das heißt, wir setzen uns mal hier in den Geno. Ich bin gleich schon wieder in der Traumwelt, ne? Das geht ja gar nicht. Gibt es ein Add-on, dass man schneller in die Traumwelt kommt? Ich weiß es gar nicht. Bin nicht so der Freddy-Experte, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich bin ja eher so Experte für andere Killer. Oder geht das standardmäßig jetzt so schnell? Oh, der Tunnelpunkt Echse wurde gestartet bei Freddy. Ja, zwei Gens wurden gemacht. Er fühlt sich jetzt schon so ein bisschen bedroht. Ja, gleich fliegt ihm der dritte Gen um die Ohren. Okay. Das ist jetzt sehr schlecht. Ich hoffe, er campt jetzt nicht. Okay, er hat kein Ruin oder so. Okay, kommen wir heilen dich durch.
Let's go. Perfekt, habe einen Schlag abgefangen. Plack. Ich muss den Freddy im Auge behalten. Schon geht er weg. Kann ich mich selber verarzten mit meinem Item, was ich mitnehme. Ich nehme für die random Freitage nie extrem starke Items mit. Ja, so ein brauner Sunny-Koffer tut's auch. Weil ich soll ja überwiegend mit den Perks klarkommen, ja, in einem random Freitag. Und das Item soll mich ja nicht so... soll mich nicht carryen. Deswegen nehme ich da immer sehr, ja, normale Items mit. Sprich jetzt zum Beispiel den grauen Sunny-Koffer ohne Add-ons und sowas, nicht? Ich denke, das Prinzip versteht sich von selber. Da ist er auch schon. Shit. Ich wollte eigentlich an meine Kommode gehen. Als ob das connected hat, ey. Oh. Als ob. Ah, Claudia, wie lange brauchst du denn, um darüber zu krabbeln, ey? Und er lässt sich einfach wegkrabbeln, was? Alter, er lässt sich einfach weggrabbeln. Ja, GG an den Freddy auf jeden Fall. Wobei ich da sehr fragwürdig finde, dass das connected hat, eben der Schlag im Feld, also im Maisfeld, der Schlag. Ja, das sah nicht, aus meiner Sicht nicht so aus, dass das connected hätte. Aber dass er sich einfach da hat weggrabbeln lassen, richtig shitty, ey. Ohne Scheiß. Ja, ich bin Dead on Hook und Katie ist Dead on Hook. War der Jenny wenigstens fast fertig da, dass das weg, dass er den noch fertig machen wollte und dann hat er sich aber grapschen lassen. Das wäre auf jeden Fall meine Erklärung. Lydia ist ein bisschen im Delirium oder was? Merkt die irgendwie noch was? Es hängen zwei Leute und einer ist schon in der Struggle-Phase. Und gleich tot. Ja, schön, dass du dich mal bewegst, Ludi. Ja, go, 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 Power Rangers. Oh shit, ich hab gefailt. Jo, wieder hinkommen will, Tunnelpunkt Exe starten, ne? Alter, was ein freakiger Typ, ey. Hier ist eine Kiste. Bitte lass da mal ein Medkit drin sein. Oh, komm, wir heilen uns. Sehr gute Idee. Ah, meine Nase macht mich so fertig, Leute. Oh, Gesundheit, Kemra, dankeschön. Oh, sorry, Leute. Oh, es tut mir so leid. Uff. Oh. Ah, ne. Wieder eine Taschenlampe, die fuckt auch ordentlich ab. Bin dem Typen quasi wieder reingelaufen. Das nervt ja brutal hier, ey. Ja, GG. Er lässt sich auch nicht so leicht bambuseln hier. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Ich habe sehr schlecht gespielt jetzt. Ja, ich habe auch lange nicht mehr gegen einen Freddy gespielt. Zur Verteidigung, ja. Den sieht man so ultra selten. Ja, ich komme da darauf gar nicht richtig klar auf den Freddy. Hebt mich doch auf! Alter, lass doch den Jen in Ruhe. Kriegt ihr noch was mit, Leute? Hebt mich doch please bitte auf. Ja, jetzt ist es zu spät. GG.
Ich hab dir zwei Mates verloren im Tausch gegen einen Gen. Jetzt läufst du los. Was für Banane, ey. Ja, GG, Leute. Das war eine random Freitagrunde. Wieder sehr, sehr kritisch hier. Sehr, sehr kritisch mit den Mates. Ja, die sitzen da zu zweit am Gen. Ich liege. Passt Vollgehalt, ja? Er hebt erstmal den anderen auf. Und die bleiben einfach am Gen sitzen. Why? Also wenn sich eine Möglichkeit ergibt, dann muss man sie auch nutzen. Ja, beim Schopf packen direkt. Ja, und nicht erst warten, bis der Karren quasi... bis beide Räder abgebrochen sind, der Karren seitwärts im Dreck liegt. Dann ist es zu spät. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, ja, dann Daumen nach oben lassen. Wäre mega, mega geil. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne.